Hier bin ich auf dem Weg zu einem neuen Spot, den ich mir kürzlich freigearbeitet habe. Der rote Farbanstrich an vielen Häusern in Norwegen bedeutet meistens, dass es sich um landwirtschaftlich genutzte Gebäude handelt, also einen Stall oder eben hier ein Bootshaus. Der majestätische 1300 Meter hohe Gletscher Blechia ist so das Wahrzeichen dieser Gegend. Hier in Westnorwegen muss man auf jeden Fall von einem nordischen Urwald sprechen. Bäume und Sträucher wachsen vielerorts direkt bis an die Uferkante, sodass ich mir oft den Weg mit Buschmesser und Axt freischlagen muss. In den Abendstunden aktiviere ich meine phosphoreszierenden Köder mit einer UV-Lampe. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Nicht gerade der größte, aber man freut sich trotzdem, wenn am neuen Spot direkt was klappt. Hier bin ich an derselben Stelle bei Gegenwind gelandet. Ein neuer Spot sollte man immer unter allen möglichen Bedingungen testen. Ja, direkt der erste Wurf, du bist schon. Ja, dieser neue Platz hat sich ziemlich schnell als Pollack-to-go-Spot herausgestellt. Zwei, drei Stück lassen sich hier eigentlich immer fangen. Das hatte ich aber auch fast erwartet, denn ich hatte mir zuvor die Stelle hinsichtlich der Strömung und der Tieflinien ganz genau angeschaut. Oh, doch, guter Kerl. Ich selbst finde den Pollack etwas leicht im Geschmack, aber unsere Gäste und die Nachbarn lieben ihn. Wenn sie mal nicht beißen, sollte man es mit einer anderen Einholtechnik versuchen. Mal stehen sie auf langsam und gleichmäßig, mal auf Highspeed und hier Stop and Go. Und der zweite Winterpollack. Alles eine Größe. What a nice view to the fjord, isn't it? Ja, da gehe ich jetzt mal runter und guck mal, wie es da aussieht. Da drüben auf der anderen Seite sieht man die Titanfabrik. Da wird das Material für das neue iPhone wahrscheinlich gewonnen. Ziemlich viel gesprengt haben sie da in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob das die Fische wirklich verschreckt hat. Kam mir ein bisschen so vor, weil viel getan hat sich in den letzten Wochen nicht. Aber ich latsche mal los. Das ist ein knapper Kilometer, den latsche ich eigentlich ganz gerne. Damit man im Winter wenigstens noch ein bisschen Bewegung hat. Hier der schöne Gletscher in Sichtweite. Eine atemberaubende Aussicht. Wenn man sich eben so Norwegen im Bilderbuch vorstellt. Man hört es vielleicht, ist schon wieder frostig. Diese Woche soll Dauerfrost sein. Und ich hoffe, dass ich auch heil zum Fjord runterkomme. Ganz schön glitschig, habe ich eben schon gemerkt, weil davor hat es getaut, alles weg, eben nass und jetzt knacke ich die Vorrohre. Ja, das ist echt übel glatt hier, wenn man es hier so sieht. Ich habe zwar Schuhe mit leichten Spikes dran, aber die Eisfläche ist ganz schön dick schon. Eine Sicht über den Fjord und da hinten der Gletscher. Und hier geht es auch schon bergab. Das ist immer so meine Krabbelpiste. Hier muss man Acht geben, weil hier sind noch zwischendurch Steine. Also ein bisschen Offroad quasi. Da habe ich immer mehr Angst um meine Route, dass ich die hier irgendwo hinfallen lasse und vielleicht der Rollengriff abbricht. Statt auf meine Knie oder meine Achsen. Auch sehr schöne Aussicht hier. Da kommt gerade wieder ein Schneefeld rein. Schneeregen. Heute ist eigentlich den ganzen Tag trocken, aber es schneit eigentlich
den ganzen Tag. Ich glaube, das ist eher so Nebel, der wieder runter kondensiert. Sieht schon sehr gespenstisch aus. Da flüchten die Krähen. Das ist hier so eine andere Krähenart. Ich vergesse mal den Namen. Die sind so grau-schwarz. Bisschen kleiner als die großen Rabenkrähen. Hier eine Menge Muscheln wurden gefressen, wie ich sehe hier. Das sollte ich eigentlich auch mal machen. Krasse Sache. Hier hat sich jemand die ganzen Muscheln rausgefischt. Ich starte mal mit diesem netten Blinker hier. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Castmaster und Daddy Dicklure, die ich ja schon oft genug vorgestellt habe. Ein bisschen breiter wie ein Daddy Dick, aber nicht so breit wie eben ein Castmaster. Ganz in Phosphor, deswegen habe ich mir den bestellt. Und zusätzlich habe ich noch einen Phosphor Pulpo dran gemacht und blinker den jetzt erstmal hier so durch. Nachdem der Köder auf den Boden gesunken ist, jigge ich ihn erstmal ganz leicht an, um ihn dann ohne Rutenanimation einzuholen, nur durch Twitchen mit der Rolle bzw. ungleichmäßigem Einholen. Sich noch erheblich verschlechtert, da werde ich wohl gleich wechseln müssen, weil das ist die erforderliche Wurfweite. Gerade so 50 Meter, das ist oft ein bisschen wenig hier in Norwegen. Insbesondere im Winter, wo die Fische weiter draußen und tiefer meistens stehen. Ja, frostig kalt wird es wieder, vor allen Dingen nachts. Normalerweise sind hier in Westnorwegen die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht nicht allzu groß, manchmal nur 1-2 Grad. Aber wir warten jetzt nachts bis minus 10-12 Grad und tagsüber dann so minus 1. Und jetzt abends zieht es halt schon ganz schön wieder an. Hier ist irgendwie Kraut hängen geblieben, oder? Oder ist die Strömung von der vom steigenden Wasser von der Flut? Tatsächlich auch rein. Ah, cool. Hier vorne eingestiegen. Direkt hier vorne. Großer Fisch. Ui. Ich nehme Schnur und das bei meiner Bremseinstellung. Eieiei, was mag das sein? Gibt's doch gar nicht. Irgendwas Dickeres. Ein dicker Pollack. Ne, gar nicht so dick. Aber ein Pollack, immerhin. Schön. Warum nicht? Schöner Winterpollack, da freue ich mich sogar. Ich habe die Bremse immer so auf 2 Kilo und wenn dann Fisch Schnur abzieht, dann ist da schon echt Power drauf. Bin ich zufrieden. Cooles Stück. Gefällt mir. Den nehmen wir mit. Ihr könnt ja schon an die 70 haben, ne? Da ist der Vollmond. Hui, das ist mal Schnee, wa? Mein lieber Freund, die letzten 2 Tage ordentlich geschneit und ich habe schon gedacht, der Frühling kommt. Hoppala, Gletscher sieht man da hinten. Downpoint. Gut, was soll's. Allradantrieb. Aber gehen wir trotzdem mal gucken, ob was geht. So einen Schnee habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Die Autos in Norwegen haben als Standardausstattung praktisch alle Sitzheizungen, Lenkradheizungen, die meisten. So lässt sich das im Winter auch aushalten. Gerade wenn man einen Diesel hat, den wir uns jetzt noch zusätzlich geholt haben, ist das eine angenehme Sache, dass man das Auto auch richtig warm kriegt. Wenn man auf so einer Angelsession sich ins Auto setzt, dass man eben schnell warm hat. Das ist ein Problem vom Elektroauto, weil das Elektroauto, ja, da muss man jedes Mal überlegen, schaltet man die Heizung auf Vollgas oder nicht? Reicht der Strom dann noch? Gerade im Winter, wenn die Batterie sowieso schwächer wird, ist das dann oft eine Rechenfrage oder eine Schätzungsfrage. Und das hier so mit so einem Diesel, mit so einem guten alten, kein Thema. Weil der Motor ja selbst eben sogar zum größten Teil in erster Linie Wärme produziert.
Hier habe ich mich mit Hubert getroffen, einem Bayer, der seit 15 Jahren hier lebt. Da lasse ich ihn mit seiner Erfahrung und seinem Volvo gerne den Vortritt, denn sein Volvo liegt noch um einiges tiefer als mein Mitsubishi Outlander. Und wenn der durchkommt, komme ich erst recht durch. Zu Fuß habe ich allerdings mehr Erfahrung und so wage ich mich hier zwischen schneebedeckte Felsblöcke, wo man zwischendurch nicht sehen kann, wie tief es dort ist. Ja. Ah, dammen. Aber auch nichts supermäßig Großes. Ja, der ist sogar besser. Den kann man vielleicht sogar mitnehmen. Ah, ist ein Seelachs. Rappelt zu viel, glaube ich. Yeah. Hey, geht doch zu tief runter für Seelachs. Kommt aus dem Tang raus. Hey. Bin ich kein Freund von sowas. Vollack, ja. Solche Kranbruchlandungen sind natürlich nur mit einer entsprechenden Route möglich. Oh, direkt vorgefrostet. Und direkt vorgefrostet. Kannst du ja mal ein schönes Foto machen? Bei dieser absurden Atmosphäre. Ja, aber erstmal den Fisch suchen, wo er im Pulverschnee eingeschlagen ist. Irgendwer ist doch hier tatsächlich durch den Schnee gelaufen. Es sind keine Tiere, es sind Menschen. Aber da, ein Hirsch. Schöner Strand, der zum Bade einlädt. Aber vielleicht nicht bei 4 Grad Wassertemperatur. Auf solchen hölzernen Planken, mit denen viele Bootsstege gebaut wurden, sollte man besonders vorsichtig sein. Überfroren und schneebedeckt kann das schnell zu einem Eisbad führen. Nicht in das Haus. Gar nicht schlechte Größe wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich sehr schön, dass hier in Norwegen auch bei knackigem Frost noch was geht. Ich kann mich erinnern, damals am Rhein, nach dem ersten Schneefall, war eigentlich nichts mehr zu machen. Ideal. Als Mahlzeit. Ja, Wallachs gibt es ja wirklich noch schönes Wasser.